fröhliches Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Star Stable. Wie ihr sehen könnt, bin ich wieder in den Moorlandstellen und außerdem bin ich auf meine wunderschöne Fluttercherry gewechselt, da ich heute mal Lust habe, auf ihr zu reiten. Ihr könnt aber auch sehen, sie ist immer noch Level 1 und das wird sie auch eine ganze Weile bleiben, denn ich möchte zuerst meine Flower Kiss leveln, die im Moment mittlerweile jetzt Level 5 ist. Aber da ich halt nur ganz wenige Rennen zur Verfügung habe, geht das halt alles nicht so schnell. Und da wir jetzt auch die Quest bei dem wunderbaren Idris schon abgeschlossen haben, möchte ich jetzt einfach hier beim Herrn Moorland weitermachen und fragen wir mal, was der so von uns möchte. Du musst für mich zum Rathaus gehen, okay? Die Kopien sollten dort sein, falls etwas mit den Originalen passiert ist. Es wird nie wieder Zweifel daran geben, dass dieses Land mir gehört. Ach genau, wir sollten die Dokumente von ihm zum Rathaus bringen, damit er immer beweisen kann, dass er der Besitzer ist. Also hör zu und ich erkläre dir, wie du dorthin kommst. Folge der Straße, die nach Norden führt, vorbei an der Baustelle. Habe keine Angst vor den Bulldozern. Sie werden dir nichts tun. Wenn du weiter Richtung Norden reitest, findest du das Dorf. Es liegt genau nördlich vom großen Schloss. Hier sind die Dokumente. Pass gut auf sie auf. So, bring die Kopien von Thomas' Besitzurkunde zum Rathaus in Silverglade Village. Folge der alten Silverglade Road nach Norden, um dorthin zu gelangen. Okay, das können wir machen. Hier sind die Dokumente. Ja, dann wollen wir doch mal schauen, wo uns das jetzt hinführt. Das müsste doch jetzt hier oben lang gehen, oder nicht? Ja doch, ich glaube schon, dass wir hier auch nach Silverglade kommen. So. Dann hoffen wir mal, dass wir das alles regeln können im Rathaus. Damit es auch wirklich nie wieder irgendwelche Probleme gibt für den Herrn Moorland. Und dass die Ställe nicht abgerissen werden können. So, das ist das Schloss. Das sieht schon sehr beeindruckend aus, nicht wahr? Ja, komm, Fluttercherry, wir müssen uns ein bisschen beeilen. Spute dich. Ja, ist schon schön gemacht. Ah, der Straße folgen, nicht vom Weg abkommen. Dann, das ist immer so ein Problem, wenn man sich umschaut. Da reitet man immer irgendwo hin. So, und das hier ist auch das Silverglade Village. Jetzt sind wir irgendwo von der Seite reingekommen. Das hier müsste das Rathaus sein, das Gebäude hier rechts von uns. So, genau. Und da steht auch schon der Rathausverwalter. Ich weiß gar nicht seinen Namen. Hallo, Herr Ratsmann. Und was haben wir denn hier, junge Dame? Eigentumsurkunden von Herrn Moorland? Ich werde sie an einen sicheren Ort aufbewahren. Okay, vielen lieben Dank. Dann haben wir das auch abgeschlossen. Jetzt können wir uns hier ein bisschen im Dorf umgucken. Aber eigentlich wollte ich mal gucken, ob wir noch weitere Quests haben. Ah ja, da ist schon was. Und da auch. Na, dann reden wir doch erstmal hier. Hallo! Weißt du was? Ich habe gedacht, dass mein Geschäft vielleicht etwas aufgepeppt werden könnte. Vor allem das Hinterzimmer. Glaubst du, dass du vielleicht ein paar schöne Frühlingsblumen pflücken könntest? 5 würden reichen, glaube ich. Okay. Kann ich machen. Die sind da drüben. Okay. Und was möchtest du von mir? Vielleicht können wir ja alles auf einmal erledigen. Hallo, ich bin Embra. Embra? Ich habe gehört, dass du Moorland vor diesem schrecklichen Herrn Campbell gerettet hast. Gut gemacht. Ich wollte gerade Muffins backen, als ich feststellen musste, dass ich kein Mehl mehr habe. Könntest du bitte welches besorgen? Du solltest das von Barney am Silo bekommen können. Okay, das kann ich auch machen. Ja, ja. Dann gehen wir jetzt Blumen pflücken und dann holen wir das Mehl. Alles klar? Ach da, da glitzert's auch schon.
Bam, bam, bam. Und da ist die nächste. Kann ich das im Reiten machen? Nein. Schade, manchmal kann man dran vorbeireiten und das alles einsammeln. Dann geht es manchmal ein bisschen schneller. Aber das macht ja nichts. Wir haben ja ein bisschen Zeit. So, da hinten glitzert es noch. Genau. Und das hier müsste die letzte sein. Und dann reiten wir direkt zum Silo. Das ist hier um die Ecke. Vorbei an den Kühen. Hallo Barney, ich bin die Emra. Ich soll Mehl für Harold abholen. Mehl sagst du? Ich habe kein Mehl. Was? Ich habe keins mehr. Aber ich habe unendlich viel Getreide. Geht das auch? Keine Ahnung. Hier bist du. Wenn du das Getreide zu Will von der Mühle bringst, dann kann er es zu Mehl machen. Übrigens, ich habe gehört, dass Herr Campbell jetzt in unseren wunderschönen Evergreen-Feldern nach Öl bohrt. Das ist nicht gut. Oh nee, das ist wirklich nicht gut. Gut, dann schauen wir mal, die Mühle ist da hinten, glaube ich. Ja genau, hoch, nicht gegen den Zaun reiten. Dann reiten wir zur Mühle hoch. Und dann schauen wir mal, ob der gute Will uns das Mehl machen kann. Oh, ich weiß nicht, ob ich da... Ah, okay, ich komme hier hoch. Hallo, ich bin die Emra. Barney schickt mich mit Getreide zum Mehl machen für Harold. Hallo, was kann ich für dich tun? Oh, du willst die Mühle benutzen? Na klar. Okay. Gemahlen und fertig. Hier haben wir ein wenig Mehl. Du solltest jetzt wohl besser zurück zum Geschäft gehen. Okay, vielen Dank. Was hast du noch für mich? Hallo, Emra. Weißt du was? Ich glaube doch, dass du und Fluttercherry gerne ein Wettrennen teilnehmt. Oder? Ich wusste es doch. Es gab hier mal eine Rennstrecke um die Windmühle herum und es gibt sie eigentlich auch immer noch. Sie ist nur schwer zu erkennen. Glaubst du, dass du eine Chance gegen die alten Meister hast? Glaubst du wirklich? Du bist sehr selbstbewusst. Das ist gut. Es ist nicht leicht, dir das gesagt... Das... Was? Lass dir das gesagt sein. Mach dich bereit. Viel Erfolg. Okay, dann machen wir jetzt direkt doch ein Rennen mit Fluttercherry. So. Komm, Süße. Wir schaffen das. Auch wenn das nicht gerade mein Lieblingsrennen ist. Ihr werdet schon sehen, ich bleibe hier andauernd irgendwo hängen. Aber das macht ja nichts. Komm, Süße. Ein Tipp. Oh, da hat sie sich im Sprung... Ja, genau, das meinte ich. Komm, Süße. Ums Eck rum. Da hat sie sich im Sprung verwandelt, die Gute. Ah, das ist ein bisschen verwirrend. Entscheide dich mal, mein Pferdchen. Ah, diese Stelle hier hasse ich auch wie die Pest. Also wie gesagt, das ist definitiv nicht mein Lieblingsrennen. Ich bleibe hier ständig normalerweise irgendwo hängen. Kann auch immer noch passieren, dass das noch vorkommt. Dann gibt es noch so ein, zwei andere Stellen, die ich nicht so besonders gerne mag. Hier zum Beispiel. Da, diese Stelle hasse ich auch ziemlich, weil ich da nie über die Bretter springen kann. Da bleibe ich auch ständig hängen. Ach, ihr seht schon, das ist definitiv nicht meine Strecke. Ich vermeide es, über diese Dinger zu springen, weil ich sowieso dauernd daneben springe.
Ach ja. Aber dann haben wir das immerhin auch geschafft. Oh, komm schon ins Ziel. Dann kriegt unsere Fluttercherry jetzt ihre ersten XP. Hep, du warst super, Emperor. Es ist ein Genuss, eine solche Meisterin wie dich auf der Bahn zu sehen. Wenn du wieder mal die Strecke reiten willst, kannst du mir einfach Bescheid geben. Bis bald. Okay, danke schön. Dann reiten wir jetzt zurück zum Dorf und geben die Blumen und das Mehl ab. Und ja, dann war es das vermutlich für heute auch erstmal schon wieder. Auch wenn die Folge dann relativ kurz ist, aber ich möchte doch versuchen, sie nicht allzu lange zu machen. Es ist halt doch, viele können es halt einfach nicht schauen, wenn die Folgen so lange gehen, beziehungsweise haben dann auch keine Lust. Und da haben da auch nicht so viel Zeit, das kann ich verstehen. Und dann schauen wir mal, was wir beim nächsten Mal machen. So, hallo Harold, ich habe dein Mehl, auch wenn ich es erstmal mahlen musste. Hast du mein Mehl? Perfekt! Das werden tolle Muffins. Oh, schön. Ein Muffin möchte ich auch gerne haben. Ich liebe Muffins. Toll, toll, toll. Ich liebe es. Ich werde sie in eine Vase stecken und sie ins Hinterzimmer stellen, wo sie mich aufmuntern werden. Ja, schön. Freut mich, dass ich dir eine Freude machen konnte. Ah, ich habe was vergessen. Naja, fast vergessen. Ich grüße noch ganz herzlich die liebe Viola Fuchs. Sie hat mir einen ganz lieben Kommentar geschrieben und möchte gern gegrüßt werden. Und das habe ich hiermit getan. Also ganz viele Grüße an dich. Und wie schon gerade eben gesagt, dann war es das jetzt für diese Folge. Wenn es dir gefallen hat, dann lass mir doch bitte ein Like und einen Kommentar da. Wenn du kein Video mehr verpassen möchtest, dann kannst du mich abonnieren und die Glocke aktivieren. Dann bekommst du mit, sobald ich was Neues hochlade. Und dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag, Abend oder Morgen, je nachdem, wann du das Video schaust. Und dann sage ich jetzt auf Wiedersehen, bye bye, ciao, ciao. Macht's gut.